Na toll. Mach mal eben meinen Speicher. Kann ich jetzt zurückgehen? Tatsächlich, sind sie ja noch da? Ja, die sind ja noch da. Na super. Warum stand er denn da gerade? Warte mal eben. Warum steht er hier? Warum steht er denn da? An dem kann auch jeder vorbei. Naja, wenn er meint. Und dann machen wir ihn dann auch noch. Zumindest versuchen wir es. Sag ihm Safe State und geh einfach weg. Ich hoffe, meine amphibische Bestie haust du nicht um. Kasi, ja, ist kein Problem. Das wiederum ist jetzt ein Problem. Die Lichtschwerter immer noch aktiv sind, was ich eigentlich nicht meine. Machen wir es so. Jetzt haut er zwar meinen Drachen weg, aber der müsste ja eigentlich wiederkommen, ne? Jetzt? Der Band der Wirkung von Drachen aus einer anderen Dimension auf eigenem Friedhof, das eigene Feld wiederhergestellt. Das ist echt nice. Aufpassen, der hat nur 1200 Angriffspunkte, aber der ist nicht schlecht. Den kann man so super als Opfer benutzen. Das ist cool. Weil jetzt ruft der schwache Monster, um ihn auch um ihn zu vernichten. Das heißt, ich habe immer die Stärke und kann ihn somit angreifen. Echt gut, der Drache ist echt eine tolle Karte. Und anscheinend ist es jetzt mit ihm vorbei. Yes. Okay, der war jetzt nur mal so ein Happen. Keine Ahnung, warum der da steht. Oh, Totenkopfritter, nice. So, jetzt kann ich zum Glück nochmal zurück. Und wir sind das erste Mal. Wir sind allein, Gott sei Dank. Hallo, bist du mein Enkel gelöscht? Egal. Mhm. Nicht gerade besondere Karten. Außer hier vielleicht Totenkopfwächter. Aber naja, vom Werten her nicht schlecht. Schwarzes Glanzritual. Geflügelter Trompeter. Elf auf einer Trompete, deren süße Noten von fern klingen, ermuntert und versteckt ein Elf. Ups, jetzt war ich schon ja, das sind jetzt auch die besten Karten. Keine, die ich jetzt ins Deck packen würde. Eieieiei. So, wenn ich jetzt in die Burg von Pegasus gehe, was kommt da auf mich zu? Kaiba? Pegasus direkt? Das wird paradox. Ausgezeichnet. Nicht schlecht, dass ihr es so weit gebracht habt. Um weiterzukommen, müsst ihr allerdings den Ausweg aus diesem Irrgarten voller Wege ohne Anfang und Ende finden. Um die unendlichen Pfade zu sehen, benötigt ihr ein Licht. Aber keine gewöhnliche Lampe. Ihr braucht das Licht der Geister. Ja, ihr müsst unseren Pfad mit Geisterkarten erleuchten. Die Karten, die den Geist anderer Duellanten verkörpern. Haltet sie gegabelt über euch, dass sie euch den Weg erhellen mögen. Aber spricht nie von ihnen. Gewinnt die Geisterkarten fair. Im Duell, nicht anders. Was? Geht und sucht eure Duellpartner und sammelt von jedem eine Geisterkarte. Oh ne. Du hast die Schießung tatsächlich gerettet. Da liegt eine riesige Herausforderung. Nicht meine psychischen Kräfte sagen mir dies. Deine Augen sprechen Bände, aber ich weiß. Du wirst es schaffen, gib mir nicht auf. Oh nein, jetzt sind die Typen schon wieder weg. Oh nee.
Also du willst mich doch jetzt komplett verarschen, oder? Seid ihr kommt, betet Meister Marek ihr nicht. Er bittet, um die frühere Sünden zu büßen. Es muss hier ein Geheimnis hinter der Priesterschrift verbergen. Die Lösung, wenn man den Phönixmodus erweckt. Spürst du es auch, die Atmosphäre des Meeres? Etwas stimmt da nicht, etwas ist anders. Duran, spürst du es auch? Das Meer hat Angst, dieser riesige Meer fürchtet sich. Duran, musst du dagegen kämpfen? Ich spüre es. Du nimmst meinen Geist mit in den Kampf. Na, das ist jetzt ein schlechter Witz, ne? Ey, ich will dieses Spiel doch nur beenden. Warum darf ich das nicht? Warum bei Gottes Namen darf ich das nicht? Scherz, ey. Ich habe echt keine Lust mehr. Wisst ihr das eigentlich, Leute? Weißt du, ich hab's echt satt allmählich, ey. Dieses Spiel ist nur so schlecht und scheiße, ne? Und jetzt schon wieder. Weißt du, das ist doch totaler Bullshit. Ich will dazu auch gar nichts mehr sagen. Ich will einfach. Mir fehlen wirklich die Worte. Eigentlich bin ich vor der Resignation. Weil dieses Spiel an Spaßfaktor immer schon gleich minus war. Minus 50. Oder? Und das kann halt von 1 bis 10, wie gut dieses Spiel ist. Ne? Es ist eine minus 20. Das geht nicht. Du kannst doch nicht einfach hier jetzt. Der streckt das Spiel auch einfach so unnötig. Weißt du, ich hab gedacht, jetzt abends, oder machst jetzt mal eben schnell, machst das große Finale von Yu-Gi-Oh! Der Chef der Zerstörer, nix. Muss den ganzen Kladderadatsch noch machen hier, den kein Schwein braucht. Natürlich riecht er das so auf. Jawohl, Wölfe, einiges mehr, Weltdistanz. Warte, nimm auch meine Geisterkarte, das ist die legendäre Fischer. Furcht zeigst für mehr Krallen aus dem Süden. Toll. Na, Underwood. Oh, soll ich meinen Super-Deck zerquetschen? Wahrscheinlich machst du das so oder so. Ich weiß es echt nicht mehr, ob ich noch machen soll hier. Große Motte, na super. Ach ja, ich hab mich ja nicht geheilt. Ich verspüre gerade keine Freude. Warum ist das so? Wenn wir das dann beantworten können, würde ich ja für die Kommentare schreiben. Vielleicht weil dieses Spiel so schlecht ist. Ich kann es echt nicht sagen. Aha. Und das hat dir jetzt im Endeffekt was gebracht? I don't know. Nur das weg, komm. Weg, fertig. Zweiter weg. Das interessiert mich ja gar nicht mehr.
Ich wusste, dass du den ganzen Geist einbringst, denn Anfang an gleich konnte dich nicht besiegen. Das ist genug, bin hier, nimm das mit, meine Geisterkarte. Halt die Klappe. Königin erhalten. Ich hoffe nur, dass ich diese blöden zinnigen Karten nicht in mein Deck packen muss, ey. Wenn dem so ist, dann ist aber das Spiel hier vorbei, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt's neue Karten bei dir, Opi? Weißt du, wenn es auch mal richtige Karten gibt, oder mal richtig gute. Blödsinn, 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 Blödsinn. Nur Blödsinn. Keine gute Karte. Nicht eine. Und noch Italien, der wird wahrscheinlich Rag Bones sein. Hä? Ich habe mich schon früher mit dir duelliert. Du warst aber nie, sagst du, so entschlossen aus. Hattest du dich auf ein unglückliches Duell vor? Okay, nehmen wir die Zeit an. Wenn die alle so nett zu mir sind, warum können die nicht mir einfach ihre blöden Karten geben und die Klappe halten? Ich hab doch echt kein... Vielleicht mal eine gute Karte hier. Also es ist ja auch komplett egal, was ich spiele. Da hat mich sowieso erledigt. Gezogen, ey, das ist doch eine Scheiße hier. Ja, komm, mach mich fertig, ich hab keine Lust mehr. Nee. So, hier ist jetzt Feierabend. Ja, ich werde das Spiel nicht beenden. Nein, ich werde mir jetzt. Wahrscheinlich höre ich jetzt damit auf. Ich zuck jetzt was anderes, ist mir egal. Ich werde mir Cheats besorgen, ich werde mir alle Karten ercheaten und dann packe ich mir mein Deck zusammen. Ich will dieses Spiel einfach durchhaben und als beendet ansehen. Es ist einfach, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist einfach nur noch blödsinnig, wie das gestrickt wird und so. Ich habe echt keine Lust mehr darauf. Beim nächsten Mal mehr, Leute. Ich mache mir jetzt ein Deck fertig. Bis dann. Ciao.